Zehn und Krallen ist eine Tierfarbe, weil es ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein soll. Das heißt, dass all die Figuren, die dort in diesem Stück vorkommen, das ist ein Pferd, eine Elefantin, ein Eichhörnchen, es ist ein Kater, sind wiederum auch Prototype aus unserer Gesellschaft, natürlich zugespitzt und in einer, ja, ich möchte fast sagen, lehrstückartigen Form. Mich hat an dem Stoff interessiert genau diese Tierfabel, weil der Autor anhand eines Hochschulprotestes viel über Klassismus erzählt, über die Frage nach gleichen Bildungschancen, er erzählt etwas über Rassismus. Anhand dieser Tierfabel gelingt es dem Autor, wie ich finde, sehr zugespitzt und sehr prononciert zu erzählen, deswegen heißt das Stück Zähne und Krallen, weil jede Figur mit Zähnen und Krallen ihre Position behauptet. Ja, wir haben uns natürlich erstmal an den Tieren orientiert und so blöd es klingt, wir haben wirklich viele Tierfilme geguckt und anhand dieser Tierfilme uns das Typische der Tiere wieder rausgesucht. Also zum Beispiel bei dem Elefanten etwas sehr Ruhiges, sie bewegt sich sehr langsam, sie spricht auch anders, wogegen das Eichhörnchen als die zweite Studierende sehr schnell ist. Und so haben wir für jede Figur etwas gesucht, was sind diese tierischen Eigenschaften und das abgeglichen. Wir haben mit einer Choreografin gearbeitet, mit Annette Scholwin, weil der Körper hier, sage ich mal, auch mindestens 50% auch eine Rolle spielt. Es gibt den Kommissar Vollblut, das Polizeipferd, der einen Sachverhalt rekonstruiert, nämlich diesen Universitätsprotest, bei der eine wertvolle Statue zerstört wurde und ein Polizeipferd ist ums Leben gekommen. Besondere Struktur des Stückes sind filmische Rückblenden, also genau wie bei einem Tatort. Das sind viele Puzzleteile, die sich der Kommissar zusammensetzen muss, aus denen er heraus dann diesen Tathergang rekonstruieren kann. Und in dem Laufe des Abends sind 5 verdächtige Personen vorgeladen worden. Und aufgrund dieser vielen Puzzleteile kann der Zuschauer sich dann, ähnlich wie der Kommissar, sich dann langsam diesen Tathergang zusammensetzen. Zähne und Krallen ist ein politisches Stück, weil es wie in einem Brennglas die derzeitigen Debatten aufgreift. Wie sieht das denn aus mit den rassistischen Vorurteilen, die in dieser Gesellschaft noch existieren? Also das sind viele Fragen, mit denen ich dann aus diesem Stück rausgehe. Wir haben auch keine Antworten, aber der Autor wirft viele Bälle in die Luft und es liegt an mir selber, mir da ein Urteil zu erlauben.